Moin Leute, Time ist hier. Wir reagieren aufs neueste Hungriger Hugo Video. Geht los, es findet statt. Ich zieh ins Big Brother Haus. Hallo! Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. John, welcome to Big Brother! Ich kann das nicht glauben. Alle Highlights auf Join. Das ist immer geil. Das ist immer gut. Joey Kelly, ja. Big Brother Haus. Nächstes Jahr will ich unbedingt dabei sein. Bei Joey habe ich manchmal das Gefühl, oh Mann, fühlt er sich wohl. What the fuck? Wenn du die Kellys hier reinbringst, 10 Tage, gibt's tot. Wieso warst du nicht da? Clash of Clans Update und Play Legends Server Release. Moden-Vorschlag, oder wie sagt man das? War eingeladen. Ey, meine Geschwister. Es kommen viele, viele, viele Gäste. Und deine Mutter kommt auch, ich glaube, ne? Ja. Ich habe mal sogar einen Tag nicht gestreamt und habe mir das sogar abends reingezogen. War sehr, sehr geil. Warum? Hier, Mutter, da ist er nochmal für dich, der Joey. Hallo, großer Fan von euch. Ja, danke schön. Ich lade dich ein zum Konzert. Backstage bei mir in der Garderobe, da habe ich immer so billiges Sekt. Billiger Sekt? Was? Was ist denn jetzt los? Aber du legst meine Mutter auf billigen Sekt ein. meine Mutter kommt mit deinem Sohn. Hallo Ida, hier spricht Big Brother. Du dreckig, ja. Unordentlich. Wenn jeder so einen eigenen Spind hätte, dann... Ja, ach komm, aber Betten kann man machen. Fritz, du machst jetzt mal dein Bett. Betten kann man machen. Wie geil. Knausigst mal sagt Fritz, dass er ein Bett machen soll, ist das geil. Containerchef, jetzt bin ich Chef, ne du. You can either leave, follow, or get out the way. Komm, Mutter. Und du rauchst so viel. They got a 100-year plan. Das stimmt, das stimmt. Oh, da duscht gerade Manni Mark. Das macht ja nichts, stört mich nicht. Hallo. Ah, komm mal da, Digga. Komm. Scheiße. Wir sind ja live, wir haben ja kein Delay. Kein Delay, gar nichts. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel als Beispiel machen würde, ja, hätten wir ein dickes Problem. Das heißt, wir müssen extrem aufpassen, wenn du unter der Dusche stehst. Das heißt, wir müssen extrem aufpassen. 1, 2, 3! Ich glaube, es ist Zeit, ein wirklich sehr, sehr, sehr krasses Video anzugucken. Das Video, was wir uns seit Jahren wünschen. ApoRed. 3,6 Millionen Steuerschulden, die ganze Wahrheit. So, meine lieben Freunde, heute ein bisschen ernsteres Thema. Ich habe gar kein Geld mehr. Ich bin halt aktuell in so einem Punkt auf Burgi-Geld unterwegs, sag ich mal. Burgi-Geld. Digga, verficktes Burgi-Geld. Burgi-Geld. Aber ich bin bei der Summe noch ganz, ganz skeptisch. Woher kommen 3,6 Millionen Steuerschulden? Du bist kein Main-Charakter. Digga, du bist ein Meme. Nichtsdestotrotz, ich persönlich habe mit Red kein Problem. Er kann ja weitermachen. Ich vermisse die Zeit, wo der Red mir gutes Gameplay in Fortnite präsentiert hat. Ich würde mir das so in Gaming Red. Jeder, der Reichweite so hat oder hatte, kann es wieder schaffen. Da muss ich kurz an den Kowalner Kiegerclip hier denken. Da hat wohl Kevin den besten Clip von Commander Krieger vergessen. Commander Krieger hat den besten Clip aller Zeiten. Ja, ist es wirklich, weil er so sauer auf die Tür war. Die ganze Tür fällt ihm auf den Kopf. Das würde einfach super krass zu ApoRed passen, dass das ein Prank-Video ist. Rita, wenn da irgendwann rauskommt, dass das gerade gelogen ist, no joke, das ist vorbei. Hä? Hat nicht Leon ein Video gemacht? Er hat alle Streamer gefickt und verarscht und alle waren super skeptisch und meinten, das ist ein Prank? Wie schlecht? Was für ein schlechter Prank? Und die haben sich am Ende so profiliert und ultra gefeiert, dass sie alle hops genommen. Ich hab's doch sogar davor gesagt und Kevin auch. Vierter Tag. Und dann hat er nicht 3,6 Millionen Steuerschulden, sondern 1,6 Millionen Steuerschulden. Also das war der wackeste Prank aller Zeiten. Erstmal darüber einen Prank zu machen und dann stimmt's zur Hälfte. Wow. Heute ist ein Video rausgekommen, ApoReds Fake Statement, wenn du Eier hast. Wie man jetzt wahrscheinlich schon aus dem Titel entnehmen kann, das war alles gelogen. Vor allen Dingen ist es ja trotzdem bewiesen, dass seine Autos ihm nicht gehört haben. Er ist ja trotzdem pleite. Carsten, seine Reaktion wird nicht gut altern mit dem Video. Wo ihr gerade das Video sieht, denn viel interessiert gerade sowieso, wie die aktuelle wirklich finanzielle Lage ist. Ja, interessiert uns. Ja, darüber habe ich jetzt wirklich einen aktuellen Talk hochgeladen. Moment, ich gehe mal auf seinem Kanal. Ein neuestes Video vor 5 Tagen. Wo ist das Statement mit den Beweisen? Oh bitte, ich wünsche mir jetzt nicht, dass das nächste Video von ihm jetzt ist, dass er wieder auf Reich tut. Ich bin Millionär, Digga. Brokey Mokey, hau hier, haha. Alles dumme Gerüchte, braucht man gar nicht erzählen. Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu Seven vs. Wild Folge 4. Hey, ganz kurz, ich habe schon gesehen, es gibt so TikToks, wo Leute unser Shelter roasten. Wir haben uns final dafür entschieden mit dem Shelter. Ja, nicht nur TikToks, das gibt's auch jedes Mal bei mir live im Stream, wenn wir auf Seven vs. Wild reagieren.
Goldmine Level 1 oder ist das sogar eingebrochen? Bro, der Schild ist overhated, Bro! Overhated? Sieht auch nicht aus wie die verfickte Goldmine aus Clash of Clans. Stimmt, die ist sogar noch besser, die wäre wenigstens noch wasserfest. Ja, das ist geil. Das ist eine geile Folge, Alter. Wow. Ich finde direkt jedes Video besser, wenn ich noch so ein Clash of Clans Overlay drin habe. Wow. Goldmine Level 2, habe ich mir auch gerade gedacht. Es ist nicht die Goldmine. Ich finde, bei allen ist es so Survival und bei Joey und Jan ist es no joke, einfach so Baustelle, Digga. Die Baustelle ist ein geschäftiger Ort voller Aktivität und Lärm. Jan schlägt. Das Werkzeug ist so geil. Abu ist ein erfahrener Bauingenieur mit einer Leidenschaft für innovative Bauprojekte. Wir sind hier. Ja, ich wollte jetzt auch hier gerade nicht zu nerdy reingehen in dem Overlay. Hab mir auch gefragt, warum ist der in der Legendenliga mit so vielen Trophies, mit der Base? Das macht hinten und vorne keinen Sinn und Level 146, ne? Ich wollte dazu nichts sagen. Aktivität und Lärm. Jan Schlappen ist ein erfahrener Bauingenieur mit einer Leidenschaft für innovative Bauprojekte. Wir sind hier irgendwo in Kanada, Vancouver Island, und ich habe die absoluten Heimatsgefühle. Joey Kelly hingegen ist ein bekannter Musiker und Abenteurer, der sich gerne neuen Herausforderungen stellt. Das sind Werkzeuge. Das sind Werkzeuge. Die kenne ich doch aus Minecraft, die kenne ich doch. Das ist eine Holzkicke. Holy shit, wie schnell hat er die gecraftet? Wir suchen Gold. Groß. So ein geiler Clip. Goldnuggets. Boah, Nuggets. Der arme Junge, er war so am Schuften da. Du hast einen Blick an von Jan. Jan hat so gar keinen Bock. Nope. Mach mal eine Pause. Was geht, Leute? Wir haben hier heute großes Vor. Geil. Alter, ist viel passiert. Super. Das ist das eigentliche Highlight. Die riesen Skipiste. Du kleine Prinzessin, was hast du denn gemacht? Der ganze Schnee ist mir ins Gesicht geflogen. Nichts minus 4 Grad. Ey, Marcel, das musst du mitmachen. Ey. Das war Wahnsinn. Mich hat's komplett zerrissen. Schnee im Gesicht. Oh. Spaß. Schlittenfahren ist so scheiße, das hatte ich nicht in Erinnerung. Boah, nee! Boah! Lenk! Boah! Oh, oh, oh. Oh, scheiße! Scheiße! Geil editiert. So, liebe Gäste, wir spielen jetzt hier draußen Human Bowling. Was machst du jetzt gleich? Ich werde mich jetzt hier auf diese Luftmatratze raufwerfen und dann hoffe ich, dass ich die treffe. Ich will hier keinen Druck machen, aber es ist noch keiner vorbeigefahren. Also das ist... Ja gut. Druck auf einmal. Ja, ja klar. Aber ey Leute, das kann man auch nicht lenken. Du hast es genossen, aber irgendwie warst du ein bisschen auf der falschen Bahn unterwegs. Ich hatte gar keine Kufen, wie willst du damit lenken? So, liebe Gäste, hier draußen findet jetzt ein Röps-Wettbewerb. Also die anderen haben so gebremst und korrigiert und kommen dann unten mit 2 km/h an. Da hatte ich keinen Bock. Ich wollte Vollspeed und dann haue ich die alle um oder es geht halt dran vorbei. Und wenn die Piste nicht gerade ist, dann kann ich da auch nichts für. Werbstadt. 3, 2, 1. Um Gottes Willen, Ronny. Oh, fuck. Wir hätten ja eigentlich auch eine Kinderskipiste. Die wird überhaupt nicht genutzt. Sie ist komplett leer. Ja, das liegt daran, weil der Eldos heute keine Zeit hatte. Deswegen haben die Kinderskipiste zugemacht. Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Die Ausländer sind wieder die lautesten. Hier sind sie wieder, die Schulabbrecher. Monte! Zusammen mit Edis der Schmale. Monte, wann verteilen wir die wichtigen Geschenke? Ich schäme mich ein bisschen für mein Geschenk. Ich flüstere ihm ins Ohr. Oh Gottes Willen, Digga. Wisst ihr, was jetzt kommt? Wischling. Wie 20. 20. Das ist schwer. Oh, ich weiß, was weißt du was? Ja, ich weiß, was es ist. Ich schäme mich ein bisschen für mein Geschenk. Oh. Was ist das denn? Bruder. Mert? Ja. Oh mein Gott, ich habe auch von ein paar Teilnehmern gehört, hier gibt es ein paar Trolls, ne? Eine Banane und sowas. Ach, schön mit Liebe eingepackt. Oh. 2 Bananen, Dankeschön. Und Nudeln. Nico. Sieht nach einem guten Packaging aus. In Servietten eingewickelt, ne? Ich fasse es nicht. Die Experience ist am Start. Ja, oh. Gleitsichtbrille, super. In die Kamera kurz. Oh. Ja, ehrlich. Du siehst aus wie studiert.
Wer hat das da reingetan? Ist das ein Placement? Bro, das war meine. Ey, so klar, wie der Chef Strobel. So peinlich. Das ist so krank peinlich. Chef Strobel kriegt Geld von Captain Sun und die Brillen zugeschickt. Trägt da 4 zugeschickt, trägt davon 2, verschenkt eine beim Wichteln, weil es dort nochmal im Livestream 200.000 Leute sehen, in den Highlights eine 500.000 Leute und jetzt im Hungriger Hugo Video nochmal 1.000.000 Leute, mit den Reactions drauf nochmal 500.000 Leute. Jetzt hat der Captain Entsandt mit seinem Placement dann nochmal 2.000.000 Views auf die Brille zusätzlich eingebracht und der schämt sich noch nicht mal. Der schreibt dann in den Chat und damit ist er wieder gebucht für ein Jahr. Ist doch smart? Nee. Wir spielen gleich Mario Kart mit 12 Leuten. Richtig smart wäre es ja, wenn ich da eine richtig große Level-Up-Werbung mache, ne? Das ist ja mega smart. So smart ist das. Kannst du mal kurz probieren, ob es bei dir auch funktioniert? Achtung, Chat. Dr. Ehrens, ja. Der Arzt, den die Frauen vertrauen. Dr. Ehrens, bitte in Zimmer 2, Dr. Ehrens. Was, schon vorbei? Wieso war das jetzt auf einmal vorbei schon? Super Video, toll. Clash of Clans Edits hat mich einfach gefreut.